Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines 2 hier bei Heisenberg. Zock, guck mal hier unten, unser neues Prunkstück, Notre Dame, genau, inmitten der Wolkenkratzer. Finde ich tatsächlich die viel bessere Position, wie die, die wir gestern hatten. Gut, gibt's gerade irgendwie noch etwas Dringendes zu tun? Ich glaube nicht, wenn wir hier so gucken, das läuft eigentlich soweit, das sind so die üblichen Meldungen. Wir haben hier zum Beispiel... Ja, was eingestürzt ist, dann haben wir hier einen Stau. Oh, aber mit Bussen, glaube ich. Eieiei, wo wollt ihr gleich nochmal lang? Weil bei den Bussen kann man das ja tatsächlich gucken, wenn man hier auf diese Linie klickt, glaube ich. Genau, dann sehen wir. Ja, dass wir nicht überall die gleiche Farbe haben. Weil ihr habt mir gesagt, du hast überall die gleichen Farben bei den Buslinien. Das stimmt doch gar nicht, die sind doch normalerweise blau. Jetzt haben wir hier was Gelbes. Aber logisch, das könnte man natürlich mal noch ändern. Dann hätte man es auch noch ein bisschen übersichtlicher. Aber jetzt geht es primär mal darum, dass wir zumindest kurz gucken, warum die nicht fahren. Es ist ein Kreisel, Leute. Gut, es ist natürlich... Ja, es ist ein Kreisel mit hier der Einfahrt. Und wir sehen, da staut da auch. Allerdings, ich sag mal, nur bis hier hinten. Sage ich noch okay. Das müsste man eigentlich ändern. Weil, ja, das sind zu viele Kreuzungen. Hier haben wir was, hier, von hier kommt was, von hier kommt was. Das ist zu viel. Wie könnte man das ändern? Wenn man hier zum Beispiel auf eine Brücke rauf ginge, das wäre jetzt gerade so eine Idee, dass wir die mal weg haben. Und dann, aber was machen wir dann mit der Brücke? Weil im Endeffekt, die wollen wahrscheinlich schon auch irgendwo hier lang. Also eine Brücke hier rüber und dann vielleicht da in die Straße rein. Das wäre, es wäre eine Option. Wobei die meisten Leute wahrscheinlich nicht unbedingt nach da hinten wollen. Was könnte man denn sonst machen? Die Röhre ein bisschen weiterziehen wäre auch eine Möglichkeit, dass wir hier vorne die Ausfahrt haben. Dass wir das nochmal umbauen. Dass wir hier nur die Einfahrt haben und ja, ich würde sagen, wir bauen mal um. Ganz kurz, ich mache mal schnell Pause, weil wir kennen unsere Fahrzeuge, die neigen dann zu Mumpitz. So, sind wir hier noch in der Röhre drin? Eigentlich kommen wir hier schon raus. Ich mache das auch mal weg. Dann sind die Autos gleich weg. Oder auch nicht. Wir schaffen uns eine Straße. Das war mit Sicherheit eine Schnellstraße. Und zwar mit zwei Spuren, denke ich. Aha. Wo ist er jetzt hingekommen? Oh nö, come on. Jetzt sehe ich sie nicht. Sind wir nicht mehr unten? Jetzt sind wir da unten. Das brauche ich nicht. Wenn wir hier nochmal runtergehen, hier ist das Ende. Ist das zweispurig? Ich glaube schon. Und es ist... Achso, ich muss das natürlich hier einstellen. Sorry. Sind das 20 Meter? Ja, das dockt an. Dann brauchen wir aber noch die Kurve. Dass wir hier irgendwie so hier lang düsen. Dann hier diesen. Hier hin. Und dann hier unten durch. Aha, da haben wir die U-Bahn. Das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Und viel weiter runter können wir nicht, weil sonst kommen wir hier nicht mehr rauf. Wir könnten natürlich nach hier hinten. Aber da haben wir keine Straße. Allen Ernstes. Müsste ich auf die 30 gehen? Wir gucken mal. Ne, das reicht immer noch nicht. 40 wahrscheinlich. Wird dann irgendwann reichen? Ja, aber eben. Dann haben wir natürlich das Problem, da kommen wir nicht raus. Und hier irgendwie eine riesen Kurve, bla bla. Ach, guck mal, das hätte natürlich auch einen Reiz. Da fahren wir dann unter dem Gegenverkehr durch. Also irgendwie finde ich es, wie soll ich sagen, bautechnisch interessant. Muss ich gestehen. Aber hilft halt nichts. Wir kommen da trotzdem nicht raus. Ja, wo gehen wir denn hin? Wir könnten natürlich nachher hinten. Das Problem ist ein bisschen, ich weiß halt nicht, was die Leute hier wollen. Wenn wir den hier machen, mit der Straße, und tatsächlich hier hinten irgendwie hier reingehen. Kommt, machen wir so. Aber, ja, eben, ich weiß halt nicht, wo sie hinfahren wollen. Wir machen es trotzdem mal so. Dass wir hier diese Kurve haben. Und dann müssen wir eigentlich hier bereits wieder rauf. Jetzt sind wir dort auf 40 Metern. Komme ich hier rein? Überlappende Objekte, hier geht's. So, einmal hier die Einfahrt, beziehungsweise die Ausfahrt. Das ist jetzt natürlich, wie soll ich sagen, eine ordentliche Umstellung. Wir gehen mal auf Play, machen volle Pulle. Also hier ist jetzt die Einfahrt, hier ist nichts mehr. Das müsste ein bisschen helfen, weil mir geht es auch darum, dass die Busse halt fahren können. Ja, jetzt ist besser. Haben wir denn hier eine Bushaltestelle? Ich glaube nicht. Nee, nee, guck mal, jetzt fahren sie. Aber hier vorne wird es dann halt... Doch, hier haben wir eine Bushaltestelle. Auch nicht ideal, so direkt nach dem Kreisel. Lass ich aber mal, weil jetzt wird es hier wieder flüssiger. Also, die Busse sind weg. Sehr gut. Ich hoffe jetzt einfach, dass die andere... wo ist sie?
dass das trotzdem noch genutzt wird. Wo ist denn jetzt die Ausfahrt hingekommen? Irgendwo habe ich doch jetzt hier eine Ausfahrt gemacht. Da ist er auch nicht. Moment, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht völlig verrutsche. Hier hinten. Oh doch, da kommen sie raus. Ja, führt dann vielleicht hier natürlich irgendwann zu Stau. Weil die kommen von hier natürlich auch dorthin, wo sie hinwollen. Das ist ganz klar. Sag mal, haben wir eigentlich Sound? Irgendwie ist bei mir der Sound zu leise. Naja, gut. Doch, wir haben Sound. Ja, jetzt höre ich es. Hier der Parkplatz, das ist okay. Gut, haben wir Nachfrage? Natürlich haben wir Nachfrage nach Gewerbe. Hier hinten haben wir einen neuen Stadtteil gemacht. Was habt ihr für ein Problem? Nicht genügend Strom. Okay, wir haben aber grundsätzlich, haben wir, glaube ich, genügend Strom. Jawohl. Das würde heißen, wir brauchen hier... Was war das jetzt gleich nochmal? Nicht ein Notstromaggregat, sondern ein Umspannwerk. Wandelt Strom um, genau. Machst du irgendwas Böses? 80 bla bla bla. Lärm gering. Ja, dann machen wir dich mal irgendwie, vielleicht nicht direkt an den Fluss ran, sondern irgendwie hier, beim Gewerbe. Und jetzt wirst du das, ja, da freuen sich die Leute, jetzt wirst du das aber irgendwie noch anschließen. Und zwar wäre das mit einer normalen Stromleitung, glaube ich. Ne, hier müssen wir an den Starkstrom ran. Und wo haben wir den? Ui, den haben wir halt ganz woanders. Da hinten haben wir, glaube ich, Starkstrom. Ja, jetzt muss ich gucken. Da brauchen wir eine relativ lange Leitung. Der hängt ja an der Straße dran. Also der stiftet hier sozusagen schon Strom. Das passt. Guck mal, jetzt ist die Meldung eh weg. Obwohl ich das Ding nicht mal angeschlossen habe. Aber wir müssen es anschließen. Also, Starkstrom wäre hier. Und dann natürlich runter. Ist das der Starkstrom? Stromleitung. Mit niedriger. Jawohl, hier haben wir mit hoher Spannung. Also das ist irgendwie... Vielleicht hier hinten? Ich müsste das doch irgendwie eingeblendet kriegen. Haben wir hier nirgends so einen Starkstromkollegen? Die sind halt alle in der Industrie, glaube ich. Geht das auch unter Wasser? Das dünkt mich schon wieder schwieriger. Da müssen wir... Was müssen wir denn da? Ach, das ist die Stadtgrenze, die wir verlassen. Okay, das wollen wir nicht. Dann gehen wir hier runter. Das ist egal. Der Strom ist schnell. Dass er mit Wasser funktioniert, das ist schon mal kein Problem. Und jetzt haben wir doch hier hinten... Dachte ich zumindest. Irgendwo haben wir doch... hier hinten haben wir doch so ein Teil. Wo muss ich denn jetzt hier rein? Warum ist das denn nicht angezeichnet? Wahrscheinlich, weil ich unter der Erde bin. Kann das sein? Nee, das müsste doch trotzdem eingezeichnet sein. Oder seht ihr hier irgendwo so einen Knubbel? Wo ich da rein könnte. Da ist schon wieder die Startgrenze. Ja, wir machen es mal so bis hier hin. Und dann irgendwie hier lang. Ja, das ist doch ein Kraftwerk. Hier hinten ist, glaube ich, ein Punkt. Passt das von der Höhe her? Doch, ich mach mal. Doch, 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 guck mal, das ist verbunden. Wenn man ganz nah rangeht, hört man sogar. Gut, dann haben die da hinten jetzt auch Strom. Weil wir haben gesehen, wir haben genug Strom. Aber offensichtlich kommt der nicht bisher hin. Und deswegen jetzt dieses Umspannwerk, das wir hier unten haben. Haben wir hier irgendwelche Infos? Effizienz 100%. Ja, das ist doch okay. Und 36% Nutzung. Gut, also das mit der Bewerbung, das mit dem Gewerbe, das kriegen wir irgendwie nicht mehr runter. Soll ich mit den Steuern, ich gehe mal mit den Steuern nochmal rauf. Steuerung. Ja, wir sind hier aber schon in einem Bereich, das gefällt mir schon nicht mehr so. Ich soll hier mal irgendwas noch gucken, hieß es. Monatsbilanz. 18 Millionen, okay, Darlehen brauchen wir nicht. Bei der Besteuerung... War irgendwas, da habt ihr geschrieben, irgendwas soll ich mal noch gucken, wenn ich jetzt noch wüsste, was das war. Dienstleistungen. Mit der Müllverwaltung verdienen wir, der Rest kostet Geld, ist allerdings egal, weil wir sind ja im grünen Bereich. Und hier die Produktion, das kennen wir. Allererstes Öl. Das ist doch wirklich einfach ein Pack, das habt ihr auch schon mal geschrieben. Jetzt sind wir hier wieder bei über 1000 Tonnen im Monat, die fehlen. Und wir haben zwei, drei Ölplattformen bzw. Ölbohrungen noch gemacht. Das ist ja schon krass. Was ist das hier? Der Bergbau. Null. Okay, was ist das? Stein. Wie kommen wir denn an Steine ran? Also, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen die Frage. Hier Spezialindustrie. Erzbau. Hier Kohle, beziehungsweise hier Steinbergbau. Haben wir noch gar nicht gemacht. Komm, wir machen mal noch einen Steinbergbau. Wo haben wir denn Steine? Überall, wo es blau ist. Macht der was? Wahrscheinlich schon. Luftverschmutzung, Mittel.
Bodenverschmutzungsmittel. Das heißt, wir müssten das eher hier im Industriebereich machen. Hier unten zum Beispiel. Haben wir hier? Wir machen hier mal noch so einen Bergbau hin. Und zwar, ich würde den hier hin machen. Ich nehme an, das ist jetzt schon hier irgendwie. Wenn wir hier den Steindingens haben, dann müsste hier doch ein Steinvorkommen sein. Straße benötigt. Da steht aber irgendwie nichts von wegen, dass das eine Ressource wäre. Aber die Steinchen? Das ist hier halt nicht drin. Öl, Erz, Holz, alles steht hier. Da steht aber nichts von wegen den Stein. Wir machen es einfach mal, wenn es was kostet und nichts bringt, dann haben wir wenigstens ein Steinding noch. Ein Steinding vor allem. Also machen wir das mal so. Platz hier hin. Jawohl, dann passt das. Ein Sträßchen dazu. Einmal sowas Kleines und dann geht das nicht in die Eisenbahn rein, sondern wir machen dich mal zack hier hin. Die Kurve noch aktivieren. Ja, mit einem Bahnübergang und dann da rein. Das muss ja einfach angeschlossen sein. Und das wäre es jetzt. Sehen wir wahrscheinlich auch gleich. Jawohl, da verschwindet alles. Sehr gut. Jetzt brauchen wir aber das Feld noch. Jetzt müsste ich dafür dann natürlich wieder sehen. Jawohl, sehe ich ja auch, wo hier das Vorkommen ist. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das ist ein Steinvorkommen hier, dieses blaue. Also alles andere wäre ja doof. Nicht, dass wir jetzt auf Wasser bauen. Ist halt blöd. Also die Farbe blau für Steine, naja. Aber da steht ja, guck mal, verwertbare Ressourcen, 250 Tonnen. Also, das sind Steine. Gut. Dann haben wir das aber noch gemacht, weil das haben wir tatsächlich noch nicht, dass wir irgendwie Steine fördern. Einmal so. Dann hier noch ein bisschen, das geht gerade nicht. Ach so, weil hier wieder, es ist jedes Mal dieser Zipfel hier, der dann im Weg ist. Machen wir den hier und machen wir diesen und jetzt haben wir hier tatsächlich nochmal einen Zipfel. Und hier gehen wir hier hin und dann nehmen wir das hier noch hier rauf. Jawohl, dann nehmen wir eigentlich fast alles mit, würde ich behaupten, was wir mitnehmen können. So noch. Gut, also ist doch ein ordentliches Vorkommen. Oh, und guck mal, wie sie ja gleich den Kollegen hingestellt haben. Wow. Ja, das ist ein ordentliches Teil. Gut, also, Steinproduktion haben wir auch angeleiert. Sehr gut. Jetzt würde ich eigentlich gerne hier hinten bei unserem neuen, Städtchen, das ist ja kein neues Städtchen. Es ist aber ein Stadtteil. Wisst ihr was? Hier machen wir gleich mal Folgendes. Dass wir hier alles mitnehmen. Und hier ein neues Bezirk erstellen. Irgendwie hier runter bis zur Autobahn. Hier rauf. Bis hier hin. Dann hier entlang. Und dann hier hin. Und dann das Ganze hier wieder abschließen. Sehr gut. Und jetzt können wir hier im Prinzip das Ganze natürlich noch ein bisschen modifizieren, wenn man so will. Einmal daran. Die Straße können wir auch mit reinnehmen. Es ist ja, das ist ja nichts, was wir bauen, sondern das ist tatsächlich nur die Einzeichnung. Jetzt möchte ich hier schnell Herrenhain. Oder was ist das? Herrenhain. Nee, das ist hier. Puh, wie nennen wir das denn? Etwas Schönes am Fluss. Flusshausen ist eher ein Stadtname. Das wäre halt eben ein Stadtteil. Heiß hier am Fluss? Nein. Jetzt fällt mir allen Ernstes gerade irgendwie nichts Schlaues ein. Vor allem links ist da der Fluss noch verseucht. Tatsächlich von diesen alten Pumpen, die wir da noch hatten. Die haben wir aber weg jetzt. Machen wir hier mal. Paradise. Jetzt müssen wir aber auch ein bisschen. Jetzt müssen wir auch ein bisschen gucken, dass das hier zu einem Paradise wird. Wir haben hier doch noch die Spezialteile. Wo war das denn? Nein, nicht hier, sondern hier. Ne, auch nicht. Wo waren denn diese Spezialsachen? Oh, die Post haben wir hier natürlich auch nicht. Ja, hier ist es sowieso an vielen Stellen noch rot. Okay, dann machen wir jetzt mal schnell die Post. Briefkästen. Dann wird das grün. Dann haben wir hier einen Briefkasten. Dann gehen wir hier rüber. Briefkasten. Briefkasten, Briefkasten, Briefkasten. Ich glaube, eine neue Post brauchen wir in dem Sinn nicht, sonst wäre es ja nicht grün. Okay, dann haben wir das jetzt grün, dann haben wir das auch gemacht. Ich habe noch gefragt, was wir vergessen haben. Ja, die Post war es tatsächlich. Nein, ich suche jetzt eigentlich diese Spezialbauten. Hier, da sind sie doch. Wir hätten noch das Riesenrad, wir haben hier noch den Tower. Dann haben wir das Teil, wir haben den Botanischen Garten, das ist natürlich auch. Der Botanische Garten. Dass der hier vielleicht in die Mitte kommt. Ne, hier ist halt tatsächlich, hier ist halt die Getreide-Dingens. Hier ein Botanischer Garten. An Fluss ran. Das finde ich nicht falsch. Kostet 1,6 Millionen.
Können wir uns leisten. Ach so, ja, ein Bussystem. Das haben wir ja auch noch gesagt. Das fehlt tatsächlich auch noch. Ich würde hier aber zuerst noch ein paar Wohnungen gerne haben. Ja, so mittelbesiedelt. Hier direkt beim Garten. Das müsste die eigentlich erfreuen. Das müsste doch eigentlich klappen, dass das schöne Wohnungen gibt. Jetzt haben wir das hier hinten auch noch mitgenommen. Dann geht das entsprechend runter. Wir schauen nochmal schnell beim Gewerbe. Ja, hier im Rücken ein bisschen. Gewerbe hier, Gewerbe da. Weil das wird eh gleich wieder genutzt, sieht man hier. Eine Buslinie. Was haben wir denn gesagt? Irgendwie genau hier zum Bahnhof. Hier vorne. Dass wir hier noch eine Busstation machen. Machen wir mal. Wir schnappen uns, zack, das hier. Und dann ein Busdepot in dem Sinne nicht, aber eine Busstation, eine große. Okay, die ist tatsächlich groß. Das ist dahingehend ein bisschen doof, dann kriege ich die hier nicht hin. Aber hier vielleicht. Dass wir hier die Busstation haben und da eine separate Straße ziehen. Das fände ich so schlecht nicht. Wir können von der Busstation ja auch noch ein bisschen in die Stadt rein. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber wie kommen die Leute von der Busstation nach hier hinten? Und hier sind halt die Gleise im Weg. Da müssen wir da mal irgendwie so eine Überführung machen. Hier haben wir ja schon eine. Ja, und hier macht die Gleise zu. Das ist alles nicht so ideal. Hier hinten vielleicht? Da wird sogar gehen. Das ist mir aber fast ein bisschen zu weit weg vom Bahnhof. Kommt, wir machen die Busstation hier hin und gucken, wie wir dann zur Straße rüberkommen. Wahrscheinlich auch irgendwie mit einer Brücke. Also einmal Busstation hier. So, da müssen die halt ein bisschen laufen. Die sind fit. Das sind alles fitte junge Leute. So, aha, das geht nicht. Ah, das geht. Einmal die Kurve, die haben wir schon. Wobei, ich wollte eigentlich einen Fußgängerweg machen. Ja gut, aber wir brauchen ja auch... Nee, wir brauchen nicht nur einen Fußgängerweg. Wir müssen ja auch mit dem Bus hier langkommen. Würde heißen... Bahnübergang. Und da rein. Zack, okay. Also mit dem Bus kommen wir jetzt hier hin. Das würde schon mal funktionieren. Die Fußgänger. Ja, die müssten halt hier noch rüber. Guck mal, wie das hier genutzt wird. In rauen Scharen tatsächlich. Also das ist schon mal gut. Dann machen wir doch hier eine Verlängerung von dem Teil. Das war... ich guck mal schnell, kann ich hier einfach das hier nehmen und hier, wir müssen die Höhe haben. 10 Meter war uns wahrscheinlich. Nee. Was hatten wir denn, die 57? Ja. Dass wir so hier rüber gehen. Guck mal, das funktioniert doch einfach geradeaus. Aber irgendwie wäre natürlich hier jetzt nochmal so ein Teil cool. Ja, die Röhre. Zack, einmal. Zack, gebonkt. Okay, und dann mit dem Sträßchen wieder runter. Achso, nee, ich muss ja erst die 57 haben. Ich muss erst andocken. Wir docken mal. Gehen runter auf 0. Nicht unterirdisch, nein. Nein, 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 nein. 0. Und dann hier rein. Geht das? Hier geht's. Zack. Okay, dann haben wir hier die Möglichkeit. Hier kommen ja die Fußgänger rüber. Hier haben wir nicht irgendwie so einen Mittelstreifen. Das würde also passen. Dann kann man hier lang. Hier kommt man runter auf die Seite. Also zum Bahnhof. Und wenn man hier lang geht, kommt man zur U-Bahn. Heieiei, aber das ist ja schon... wie das genutzt wird. Also ich freue mich gerade riesig, guck mal. Also die Leute, die haben hier tatsächlich Späßchen an der Fußgänger... Überbrückung sozusagen. Hier hinten, das wird dann, wenn hier ein Bus hält, wahrscheinlich auch noch funktionieren. Gut, also eine Buslinie. Hier beim Depot müssen wir nicht anhalten, das macht gar keinen Sinn. Hier bauen wir noch und dann geht es hier rüber. Okay, dann machen wir das mal. Wir brauchen, zack, einmal den hier und dann die normalen Bushaltestellen, gerne mit Häuschen. Einmal hier runter. Wie gesagt, hier, das bringt nichts. Was sollen wir anhalten hier? Vielleicht haben wir ja noch Leute, die hier arbeiten, das weiß ich gar nicht. Ach komm, lassen wir. So, einmal hier rauf. Aber wir halten hier mal, weil hier bauen wir später. Das würde ich tatsächlich dann doch noch machen. So, jetzt einmal über die Brücke rüber, wir können ja... I drücken, dann haben wir hier Farbe. Und dann geht das. Einmal im Kreis würde ich vorschlagen. Einmal hier anhalten. Das freut die Leute gleich. Geht das überhaupt im Kreis? Wir brauchen hier noch eine Straße. Achso, ne, hier geht sie ja rauf. Hier ist sie doch. Einmal den. Zack, einmal so. Dann geht das hier vorne. Und dann geht es hier wieder runter. Dann halten wir hier nochmal. So, dann geht's. Wo ist die Brücke? Ja, hier wieder zurück. Und dann dort wieder auf die Brücke. Deswegen gibt es auch hier nochmal eine Haltestelle.
Ganz einfach, weil die Leute das freut. Und dann geht sie wieder zurück. Gut. Machen wir eine Linie. Wäre von hier. Da sehen wir, da haben wir einige Terminals. Wir nehmen einfach mal die hier. Und düsen hier lang. Machen wir hier einen Wegpunkt. Hier einmal rüber. Achso, nee. Hier wollen wir ja anhalten. Dann wollen wir hier auf der rechten Seite. Dann wollen wir hier rauf. Dann hier die rechte Seite. Das wäre die hier. Das hat nicht geklappt. Nochmal. Bisschen näher ran. Dann geht es hier runter. Hier die rechte Seite. Dann geht es hier wieder zurück. Hier wieder die rechte Seite. Und von hier geht es wieder zurück zu diesem Boosting. Linie abschließen. Nicht neu, sondern... Wo haben wir es denn mit beenden? Route fertigstellen. Zack, einmal den. Jetzt machen wir das Ganze noch in die andere Richtung. Das würde heißen, wir müssten aber nicht hier anfangen. Ne, müssen wir nicht. Also, ne, doch müssen wir. Ne, müssen wir nicht. Ich gehe nochmal raus, damit ich das sozusagen nochmal lösche. Einmal den, einmal Linienwerkzeug. Und dann fangen wir bei der letzten Station an. Das wäre die hier. Das war von hier. Ne, das wäre nicht die hier. Ja, wo fangen wir denn da am besten an? Ja, das war halt einfach in die andere Richtung düsen, von hier aus. Also, zack, einmal so. Weil die Leute in zwei Richtungen wollen und die wollen nicht erst durch die ganze Stadt durch, wenn sie halt vielleicht noch ein, zwei Stationen in die andere Richtung wollen. Deswegen mache ich das eben so. So, einmal so. Könnte man eigentlich auch, oder hätten wir auch mit der gleichen Linie machen können. Wir haben es jetzt aber halt so gemacht. So, hier unten fahren wir eh schon lang. Einmal diesen. Oder warum haben wir denn jetzt hier bereits ein Linienwerkzeug-Dingens drauf? Ganz interessant. Moment, kann ich es abschließen? Dann müsste es ja eigentlich trotzdem richtig sein. Route fertigstellen. Nö. 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 Nö, geht so nicht. Okay, also irgendeinen Fehler habe ich jetzt tatsächlich drin. Dann nehmen wir die nochmal weg. Ich gucke mir die Linie nochmal in Ruhe an. Die macht hier Folgendes. Das ist eigentlich bereits zweispurig, beziehungsweise zwei Dingslick benutzt. Und hier wird's dann, hier ist es dann nur eine. Hä? Warum? Ja gut, weil er halt wieder zurückfahren muss. Er kommt von hier daher. Ja, und dann fährt er hier wieder zurück. Und dann hält er aber hier nicht. Das sieht man auch, da ist kein Halt. Dann müsste ich es eigentlich von hierher machen. Oder doch von hierher kommen? Nee, also jetzt habe ich echt gerade ein Durcheinander. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, das ist halt tatsächlich... Ach, ich muss natürlich hier wieder zurück. Dort, wo ich angefangen habe. Das ist ja dann nicht das Boost-Tip. Herr Heisenberg. Okay, wir machen es nochmal. Jetzt habe ich es, glaube ich, auch geschnallt. Da erkläre ich noch, warum ich es mache. Und dann mache ich es im Prinzip falsch. Aber Leute, es ist ein Spiel. Also, von daher... Teilweise bin ich schon... Jetzt haben wir das hier nicht. Ein bisschen überrascht, wie harsch eure Kommentare sind. Also natürlich nicht alle... Leute, es ist ein Spiel. Also das ist doch jetzt hier irgendwie nicht, weiß nicht. Also wenn da mal eine U-Bahn-Station vergessen wird, dann, also, ja, das ist doch nicht so schlimm. So, also hier irgendwo rein. Ein Wegpunkt, Busstation. Und jetzt geht es eigentlich wieder zurück. Und da halten wir schon. Jetzt müssen wir hier aber noch in die Richtung. Hier hin. Zack, und dann können wir das hier oben abschließen. Jawohl, jetzt funktioniert es nämlich. Route fertigstellen. So, jetzt ist die Frage, ob wir hier Busse haben oder ob wir noch ein Depot brauchen. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Das wird ja, wo wird das jeweils gemeldet? Eigentlich schon hier. Oh, guck mal, jetzt gibt es hier schon Stau. Und die Leute nutzen aber das, was wir gebaut haben, auch schon massiv, dass sie hier zum Busbahnhof kommen. Wir müssen hier die Straße noch ein bisschen weiterziehen. Ach, die wollen hier auf dem Parkplatz. Ja, dafür haben wir den. Oh, guck mal, wie gut der schon besucht ist. Ich glaube, ich mache hier prophylaktisch nochmal einen zweiten Parkplatz hin. Parkplatz? Irgendwie sowas? Oder vielleicht sogar tatsächlich nochmal ein groß? Hier. Dass sie ein bisschen früher auch hier rein können. Allerdings sind wir hier halt wieder genau in der Kurve drin. Das ist natürlich wieder doof. Weil das kann gut sein, dass das so gar nicht funktioniert. Ich mache eine Zufahrt. Also, dass wir hier hinten den Parkplatz haben. Zack. Dazu ein Sträßchen. Ich bleibe mal bei eher dünn. Also eine dünne Straße. Die Kurve haben wir. Ne, nicht ins Gleis rein, sondern hier rein. So, dann habt ihr hier die Möglichkeit, auch in den Parkplatz reinzudüsen. Dann müssen sie nicht den hier hinten nutzen. Und sie müssen vor allem hier nicht alle nach da hinten fahren. Wird das schon... Ja, hat jetzt noch nicht so rumgesprochen. Kann man den hier rein?
Angeschlossen müsste sein, sonst hätten wir hier eine Meldung, dass es nicht angeschlossen ist. Doch, doch. Doch, doch, das passt schon. Gut, bestens. Funktioniert. Also, Buslinie haben wir nach hier hinten. Dann kann das hier prosperieren, wie es so schön heißt. Wir stellen gleich nochmal ein paar Häuschen. Sag mal, ich gucke gerade auf die Uhr, mich trifft der Schlag. Stimmt denn das, was ich jetzt hier eingestellt habe? Wir sind schon wieder fast bei einer halben Stunde. Das so. Was haben wir denn jetzt alles gemacht? Also, ich bin gerade leicht erschrocken, muss ich gestehen. So, wir machen hier aber noch die Wohnungen hin. Oh, das ist jetzt aber dünn besiedelt. Nee, das wollen wir genau nicht. Da wird auch nicht gebaut. Die wollen nicht dünn siedeln hier. Die wollen hier fett siedeln. Dann siedelt mal fett. Jawohl. Sehr schön. Gut, aber die haben, glaube ich, keinen Straßenanschluss. Oder wo haben die den Straßenanschluss? Ach doch, hier. Guck mal, hier ist ja irgendwie so ein Pfad. Ja, funktioniert schon. Gut, liebe Freunde, dann machen wir hier einen Break. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir haben Busse und wir haben ein neues Quartier auf der anderen Seite vom Fluss. Ich bin gespannt, wie das hier wird. Wenn das hier dann auch mal ein bisschen größer ist. Personen 106.000, Vermögen 240 Millionen bei fast 700.000, die wir pro Stunde verdienen. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss.